Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für Nienburg und den Outer Rim. Mein Name ist Darth Timo Schwiersch und dies sind die intergalaktischen Themen für Freitag, den 18. Dezember. Der aktuelle Interimsleiter der Makloer Verwaltung, Fritz Jansen, ist der erste Kandidat für die Samtgemeindebürgermeisterwahl im März 2016. Der Samtgemeinderat hat sich nahezu geschlossen für Jansen ausgesprochen. Die Wahl ist nötig geworden, nachdem Volker Friemelt im September als Samtgemeindebürgermeister abgewählt worden war. Das Kinderkrebsregister in Mainz hat am Donnerstag die erhöhten Leukämieerkrankungszahlen bei Kindern unter 15 Jahren in der Gemeinde Rodewald bestätigt. Zwischen 1987 und 2014 sind 4 Leukämiefälle aus Rodewald registriert worden, statt der statistisch zu erwartenden 0,6 Fälle. Der Landkreis will nun jede einzelne Krankengeschichte prüfen. Seit 15 Jahren leitet Holger Salomo die Grundschule Steimke. Jetzt wechselt der 57-Jährige zum 1. Februar 2016 als didaktischer Leiter zur neuen Oberschule Makloe. Neben den beiden Schulleitern ist Salomo dann der dritte Mann in der Führungsriege. In der Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen ist Donnerstagmittag ein neues Wildkatzengehege eingeweiht worden. Die Station nimmt in den letzten Jahren vermehrt verletzte oder verwaiste Wildkatzenpfleglinge auf. 3 im Herbst geborene und in der Station aufgewachsene Wildkatzen bezogen das neue Gehege, das insgesamt 35.000 Euro gekostet hat. Zum Sport. Stuart Foster und Sonja Olszewski beendeten zwar ihre Laufbahn bei den Lateintänzern des 1. TSZ Nienburg nach dem Aufstieg in die Regionalliga, sie werden aber trotzdem bei der Generalprobe am Sonntag um 18 Uhr im Hintergrund mitwirken. NFV-Kreisjugendobmann Markus Schenke sorgt sich um die Fußballhallenrunde der Junioren. Immer weniger Vereine richten Turniere aus. Zur Sportlerwahl 2015 stellt die Hake die nominierten Mannschaften vor. Ab Sonntag kann abgestimmt werden. Alle 8 nominierten Mannschaften und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.